Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer nagelneuen Folge von Runes of Magic. Schön, dass ihr mit dabei seid und in diesem Video möchte ich eine kleine Danksagung verbreiten, verkünden. Hört, hört. es ist einiges passiert. Ich meine, ich habe 40, 45 Parts irgendwie auf Tasche aufgenommen. Gestern lief davon die letzte Folge und das ist jetzt seit, ich glaube, 3, 4 Wochen oder so die erste Aufnahmesession nach diesem Marathon, den ich aufgenommen habe. Ich konnte auf viele Sachen im Let's Play natürlich dann nicht eingehen. Das werde ich so ändern. Ändern möchte ich aber an sich von dem Let's Play eigentlich gar nichts weiter groß. Ich werde es weiter so machen. Es scheint ja gut anzukommen. Die Aufrufzahlen sind da, die Likes sind da. Ist alles super. Dankeschön dafür. Ich möchte mich aber jetzt auf jeden Fall bei ein paar Namen erstmal natürlich bedanken, die in der letzten Zeit viel kommentiert haben oder regelmäßig oder allgemein kommentiert haben. Deswegen werde ich jetzt ein paar Namen droppen als kleines Dankeschön. Und kann sich derjenige auf jeden Fall angesprochen fühlen. Entweder bedanke ich mich dafür bei einem Kommentar oder bedanke ich mich für Hilfen, für Informationen, fürs Dabeisein, für Ingame mir Sachen zukommen lassen oder so. Auf jeden Fall, mega krass der Support. Und ich bedanke mich erstmal bei Löll mit den 2 Apostrophen drauf. Der hat mir ja in der letzten Folge einen leckeren Dolch geschenkt. Und ich bedanke mich dafür. Dann bedanke ich mich bei Norian Thunder Devil, Cool so bezockt, Sully 337, Splex, Playgame, Kiruma Plays, Risto Kawuski, Falz Gamer, Shundi, Soli, Van Hawks Magic Realms, Merlin ROM, Razor Sharp, Alcrondi, Ben Feddern, Felix Winkler, Dead Theon, YOLO XD, Lars, Jack, Marv Johansson, Jessica, Adelia, Folterknechte, Steiner, Vladimir, Kenan Agatsch, Neno, Stefan Bein, Cismo 6, Flug and Flick, Pia Noldemeyer, der Schöpfer, Adana, Underwood. Ich kann nicht lesen. Dann haben wir noch Schlumpi 2811, Cenex, Markus Heinemann, Eisbier 513, 92. Infanterie Clan Gear, Branislav Dursun, Arthur Zen, The Mighty Jax, MC Schmidder, KAL, Lamy Cool, Getzlaff Polarwölfen, verdammter Typ, Konstantin Wagner, GZ, HG 435, Bastian Novak, Uli Fan, Roman, Wardeck Gaming, Vollkorn Brot, I Love the Devil, Sweet Cherry, XX Master, Unterstrich, keine Ahnung, Chris Dala, Solly Knolli, Tingeltangel, Bad Alex 03, Kimisaru, Warlaut, LP, Natalie 99 und Parsi Gamer. Dankeschön, dass ihr auf jeden Fall erstmal so heftig in die Kommentare geschrieben habt. Immer mal wieder und immer öfter, finde ich voll heftig geil von euch. Dankeschön, das hat mich sehr gefreut. Und deswegen will ich euch auf einmal in diesem Let's Play, sorry für die kleinen Verhaspler. Ich habe meine eigene Sauklaue nicht lesen können. Ich hätte das ja eigentlich auch über den Editor schreiben können oder so. Gut. Geht erstmal mal schlauer. Jo, was haben wir sonst so? Wir haben jetzt 46,3 Millionen. Ein bisschen mehr hätte ich schon haben können. Aber ich habe immer was für den Begleiter ausgegeben, weil der hat immer abgebaut, Rohstoffe, die ich dann als kleines Dankeschön zum Beispiel an den Noriet oder an den, Schrimps geschickt habe, wo wir schon mal dabei sind. Machen wir das nochmal. Ich war jetzt der gute Schrimps, ein kleines bisschen Resis. Und ich habe es immer noch nicht hingekriegt, dass ich, mir Add-ons hole. Naja. Vielleicht nach der Folge. Ich hielt das schon die ganze Zeit vor mir. Auf jeden Fall ein bisschen Geld haben wir gemacht. Und wir kommen zur nächsten Sache, wo ich mich auch richtig fett drüber freue. Und das ist, ich bedanke mich recht herzlich auch bei Jean-Paul. Der hat mir ich benutze Ultimate Mail Mod, um dir diesen Gegenstand zu schicken. Viel Spaß und guten Loot. Freundliche Grüße, Jean-Paul. Ja. Das Add-on will ich mir auch noch holen. Er macht aber 26.000 Transferen. So. Kann man ihn eigentlich dann direkt schreiben? Machen wir gleich mal. Jean-Paul. Na, man sollte auch Jean nicht schreiben.
und den auch zusammenschreiben, so wie er auch da geschrieben wird. So, danke für deine Talent. Schreibt mir die mit PSH. Das wäre das jetzt. Vielen Sphären für das H des Talents. So. Haben wir das auch abgeschickt. Und sollte sich natürlich auch mal bedanken. Hier noch weiter. Dann hat er mir nochmal 10 Stück geschickt. Aber diesmal noch 100er. Also das ist nur, das ist geil, immer noch 1000. Und Eisenschlag. Auch Dankeschön an dich. 88 mal 1000. Richtig geil. Eisenschlag. So. Eisenschlag. Wir machen das so. In dem Fall wird es nicht so viele Sachen geben. Vielleicht machen wir noch ein bisschen Questen oder so. Schauen, wie lange ich brauche, um alles durchzuziehen. Das ist einfach mal so ein danksagendes Video. Deswegen, ne, und so habe ich ja eben schon erwähnt. Deswegen, danke, Eisenschlag, für deine SPH-Ehren. War das richtig? War umgekehrt. Des Talents. So, schicken wir natürlich auch ab. Da haben wir uns natürlich bedankt. Dann haben wir Bentelmine. Dankeschön erstmal. Und Bentelmine hat mir geschrieben, also ja, den Verlauf habe ich jetzt mittlerweile nicht mehr, aber hat mir geschrieben, hat von wegen, ja, hier, Dankeschön erstmal und so weiter. Hat geschrieben, ja, wenn du willst, kann ich ja Karten, die ich doppelt finde, zukommen lassen. Aber das ist die Vollfett. Das hilft mir natürlich. Egal, ob die Karte selten ist oder ob die Karte Massendrop ist, wie die Höllenwachhundkarte. Also, die war damals für einen 100er im AHA reingestellt. Wer sie gekauft hat, selber schuld. Aber die gab es damals halt so massiv. Aber ich freue mich trotzdem total darüber, denn das ist ein, zwar Weisheit, brauche ich als Schurke nicht. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Nehmen wir trotzdem. Und einmal die verlorene Seele von Tifka, Intelligenz. So. Und beide habe ich aber schon. Nee, keine Ahnung, nee, die Höllenfunkkarte nicht. Und dann schicken wir auch Bentelmine. Ups, rausgetappt, außersehen. Danke für deine beiden Karten. Höllenbach und Zivka. Tifka hab ich doppelt. Willst du sie zurück haben? So. Ich möchte ja nicht irgendwas unterschlagen oder mich bereichern oder wenn ich so ins AHA stellen würde. So, dann kommen wir zu Noriat. Und der hat mir von Lolli geschenkt. Süßigkeit, die 10% LP wiederherstellt. Ja, haben wir auch was zu lutschen. Jo, nehmen wir natürlich auch. Danke für deinen Lutscher. So, das war auch das. Und dann haben wir ja noch so ein paar Sachen, die ich jetzt noch rausholen muss. Aber ich habe aktuell so viel Platz verbraucht, dass ich nicht weiß. Und schicken wir gleich zurück. Entweder gibst du mir zurück oder behältst du. Die verkaufen. So. Okay, dann lösen. Achso, ja. Dann bin ich übrigens, wenn wir schon mal dabei sind. Ein kleines bisschen gelevelt. Ich habe immer Tagesquest Items gefahren bei den Minotauren. Und das hat natürlich den Nachteil gehabt, dass ich halt ein Level gemacht habe. Oder zwei, eins, oder drei, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich Level 41. Müssen wir gleich nochmal zur Bank, können noch was holen. Ja. Das heißt, ich habe halt sowas wie Meucheln gemaxt. Beweglichkeit könnte ich natürlich auch noch maxen. Stelle Hände. Oder gemeiner Schlag, verwunden angreifen, Dolchmeister.
oder Unverdientes Glück, Meister der Zweitwaffe. Ja. Ja. Wir haben jetzt 27.300. Bam, den Chat zu. Geil, oder? Lal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 a. So, machen wir bis 25. Die anderen behalte ich. Weißt du warum? Ich habe ja noch eine Sekundärklasse. Vielleicht braucht die irgendwann auch mal Talentpunkte, weil mir irgendwo ein paar Punkte fehlen oder so. Dann kann ich die dafür benutzen. So. Dann haben wir hier noch ein Säckchen. Das können wir nämlich auch nochmal machen. Ihr seht hier, radikal voll. Ich sammle gerade goldene Eier. So, dann gucken wir mal. Was bekommen wir Schönes? Wir bekommen einen makellosen Fusionsstein. Aber die kann man nicht stapeln. So. Zwei goldene Reparaturhämmer. Dann bekommen wir einen hochwirksamen Rüstungsbohrer. Haben wir den schon mal gehabt? Ne, keine Ahnung. Dann haben wir hier ein Schneemer-Reitor-Beru. 45 können wir das nächste nehmen. Bedeutet. Ja. Wollte das eigentlich nicht mitschleppen. Ah, hier die Sühne-Gutscheine, weg damit. Muss ich sowieso nicht. So, zack. Den Lutscher. Ist das ein. Wollen wir hier reinpacken? Ja, wird Zeit, dass ich irgendwann hier mal diese Fächer irgendwann freischalte. Muss ich mal Diamanten kaufen, die man ja hier im Weltchat verkauft. Farmpaket. Nee. Wir müssen sowieso rein, das Haus betreten. Denn ich muss was abholen. Man kann ja mit diesen Hausmädchen hier quatschen. Moment, man könnte ausmachen. Und Erschöpfung 0. Also wir reden einmal mit ihr. Ich sehe einmal eine Dings mehr. Aber Handwerk. Sehr schön. Machen wir dasselbe. Einmal, zweimal, dreimal. So, grenzenloser Enthusiasmus, sehr geil, weil damit hat man automatisch mehr Run-Speed. Für eine Stunde 15% Bewegungsgeschwindigkeit. Nehmen wir. So, können wir den hier rauslöschen. Wir haben ja jetzt den hier. Gucken wir uns gleich mal an. War nur für 7 Tage, aber 7 Tage ist länger als 2 Stunden. Den Lolli behalten wir einfach mal hier. So, dann gehen wir wieder raus. Haben nichts geschafft. Das war bisher nur Danksagung. Also nichts Besonderes geschafft oder so. Wir gucken uns halt den Schnee. Wie heißt er? Schneemer-Reitberhu an. Dim-dim-dim-dim-dim. So. Erinnert mich ein bisschen an Battlecat. Erst ist es Quinja, dann wird es Battlecat. Bisschen. Sieht nett aus. Aber es hat nur für 7 Tage. So, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch gleich hier vorne hin. War es nicht irgendwo hier? Da. Denn Shamer hat auch noch mal eine Quest. Meine Güte, endlich ist der Monatsbericht für den Hafhandelsposten fertig. Das hat einen ganzen Tag gedauert. Es ist lächerlich, von einem Soldaten zu erwarten, das zu schreiben. Zum Glück passiert das nur einmal im Monat. Ich habe jeden Tag ein wenig geschrieben. Ich habe von euch viel gehört. Ich glaube, dass ihr diese Mission übernehmen könnt. Was? Übernehmen könnt. Dieser Bericht muss zur Obsidianfeste gebracht werden. Der Kurier, der das normalerweise erledigt, ist genau zur falschen Zeit krank geworden. Gute Besserung an dieser Stelle. Ich muss jemand anderes hin, der das übernimmt. Ich weiß, dass es weit ist, aber keine Sorge, ihr müsst nicht den ganzen Weg laufen. Wenn ihr im Staubteufel Canyon ankommt, findet ihr einen Weg. Jemanden namens Crawford, gebt ihm einfach den Umschlag, er wird euch sagen, was ihr als nächstes tun sollt. Ja. Das heißt, Inventar nochmal zugemüllt. Karte. M. Nee. Lilo Eider war der.
Warte mal. Bleibt er hier wieder hängen. Können wir hier noch eine kurze Quest annehmen? Und zwar von Toka Mofi. Und zwar Schwarzmarktbuch. Jeder interessiert sich für mysteriöse Dinge. Der eine mehr, der andere weniger. Ihr seid da keine Ausnahme, oder? Ich habe in letzter Zeit vieles ausprobiert und konnte schließlich über einen Freund Kontakte auf den Schwarzmarkt knüpfen. Ich habe ein legendäres Schwarzmarktbuch gekauft. Aber die Verkäufer wollen nicht gesehen werden. Weshalb sie das Buch im Holden Turm versteckt und mir gesagt haben, dass ich es von dort holen soll. Es macht euch doch nichts aus, mir zu helfen. Wenn wir zusammenarbeiten, erzähle ich euch vom Inhalt des Schwarzmarktbuches, sobald wir es haben. Okay. So, das bedeutet, wir können eine Quest da abgeben. Im Lager, das machen wir auch. Da reiten wir noch hin. Wir haben ja erst 16 Minütchen. Komm ich hier hoch? Nein. Hier auch nicht. Naja. Dann geht das Weg hoch. Das war gleich da. Ich muss allgemein. Komm da hoch. Allgemein noch einiges erledigen, abgeben und so. Einmal hier, dann haben wir hier nochmal welche Sachen, die wir abgeben müssen. Wird nicht weniger, Freunde. Aber das ist ja egal. Umso mehr wir abgeben, umso mehr Erfahrungspunkte kriegen wir. Und wo ich euch auf jeden Fall auch noch happy stellen kann, ist, dass es ab sofort nicht mehr so viele Folgen an einem Tag gibt. Oder so allgemein so viel auf einmal rauskommt. Ich habe natürlich... ich habe es ja eigentlich gesagt, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe zu viel auf einmal aufgenommen, hatte zu viel auf Tasche. Das wird mir so nicht mehr passieren. Ich möchte natürlich mehr und mehr auf eure Kommentare auch eingehen können, also auch im Let's Play oder so. Und ich habe manchmal, also ich habe Mittwochs, Freitag, Samstag, Sonntag habe ich zwei Parts rausgehauen. Das wird es so vorerst nicht geben. Wir werden es auf jeden Fall bei einem Part belassen, damit ich euch nicht so erschlage und weiter und so fort. Hey, Jenny Nolly! So, Quest abschließen, und zwar Materialien für ein Körperamulett. Das ist das Erdungsamulett, das im Handbuch erwähnt wird. Jetzt könnt ihr euch nicht gegen euren Willen transportiert werden. Passt auf, dass ihr es nicht verliert. Ich wünsche euch viel Glück und so. Dieses Ding ist auch im späteren Spiel immer noch wichtig. Wenn ihr bei dieser Quest, die jetzt kommt, jemandem helfen wollt, braucht ihr auf jeden Fall den Gegenstand, den sie euch gegeben hat, der nennt sich Erdungsamulett. Und wo es ist, das weiß ich nicht. Okay. Ach ja, wenn wir es annehmen, kriegen wir es wahrscheinlich erst. Ja. Hier ist es. Ein Questgegenstand, gebunden, kann nicht verkauft werden. Für die Hexen, Königin Lehm is Life. Ich weiß nicht, das muss man glaube ich auch nur im Inventar haben. Weil ich klicke rechts, es passiert nichts. So. Und von daher. Jo. Werde ich an dieser Stelle noch nicht Feierabend machen. Wir können nochmal schnell die Quests abgeben. Auf jeden Fall auf ein fettes Dankeschön auch für die ganzen Likes, die ihr noch rausgehauen habt, die ganzen Kommentare und so. Und ich hoffe, ihr bleibt weiterhin so aktiv dabei und freut euch, dass es noch jemanden gibt. Ja, Runes of Magic, Let's Play. So viele da gibt es davon ja nicht. Und ich hoffe, ihr bleibt auch alle auf jeden Fall erhalten. Weil... Also es waren jetzt nicht alles unter einem Video, sondern ich habe die Namen vorhin vorgelesen. Von allen Videos, wo kommentiert wurde. Also keine ausgedachten Kommentare oder so oder Leuten oder ausgedachten Namen, die kann man nachlesen. Oh. Und von daher. Hallo Klaus Diersen.
Hab Dank, Freund. Ihr habt mir sehr geholfen. Diesmal wird sich mein größter Wunsch erfüllen. Das kann nicht sein. Es kann nicht sein. Die glitzernden Winterspinnen-Spinnendrüsen hat ihr nicht gefallen. Sie ist so schwer zu bekommen und das hat trotzdem nicht gereicht, um die Gunst zu gewinnen. Ich bin auf einer völlig falschen Fährte. Wenn ich darüber nachdenke, dass sie noch selbst so schön. Nee, sie ist doch selbst so schön. Warum sollte sie sich solche zweiklassigen Dinge wollen? Wie kann ich mich nur vor ihr beweisen? Wie kann ich meine Tapferkeit beweisen? Ich weiß, ich habe Scheiße gelesen. Ich weiß, ich zeige ihr, wie zuverlässig und vertrauenswürdig ich bin. Schneemeerzyklop werden von vielen gefürchtet, besonders wenn sie ihre fürchterlichen Keulen führen. Bis auf, dass sie nicht vor dir einen Keulen. Wenn ich einen besiege und seine Waffe erobere, würde das zeigen, dass ich stärker bin als sie. Doch wisst ihr, Freund, ich glaube, wir haben dort schon eine stillschweigende Übereinkunft getroffen. Findet ihr nicht auch? Bitte übernehmt ihr diese Aufgabe als Zeichen der Freundschaft für mich. Besorgt mir die Waffe des furchterregenden Riesen, aber seid vorsichtig. Oh ja. So, dann können wir noch die Quest schnappen gehen. Da haben wir 22 Minuten ungefähr. Kann ich mich schon nicht mehr lesen. Traurig, aber wahr. Alles ist bereit. Jetzt müssen wir den Vorzeitwolf nur noch befreien. Okay, jetzt können wir uns eine Belohnung aussuchen. Das ist alles so schlecht als unsere. Nehmen wir den hier mit 2000 Credits. Gold. Wäre jetzt so nicht schlecht. Lalalala. Da macht er was. Hervorragend, die Eismauer ist geschmolzen. Kadaver einer alten Kreatur bekommen. Er konzentriert sich ganz auf das Ding vor ihm. Ihr seid nicht einmal sicher, ob er euch bemerkt. So, dann mal anklicken. Der Paläontologe Adlang ist immer noch daran interessiert. Das annehmen, abgeben. Ihr habt ihn getötet. Das ist der größte Verlust, den der Paläontologie hier leiden musste. Aber ich hatte nie gedacht, dass er so gefährlich sein würde. Vielleicht ist es besser, ihn tot zu untersuchen. Viel sicherer, hab Dank. Bekommen wir auf jeden Fall noch eine kleine Waffe, die uns nochmal 1800 Gold bringt. Ja, Dankeschön. Und ihr habt einen neuen Titel: Zeuge der Wiederbelebung. Nee. Noch Zeichen einer Zeichen, nee, Zeuge der Wiederbelebung eines Fossils. Ja. Mal gucken, ob wir allgemein noch welche haben. Prüfen. Ich habe aktuell keine Titel. Ja. Da ich jetzt auch keinen Titel habe, habe ich auch ja, das Ende der Folge erreicht. Ich hoffe, sie hat euch auf jeden Fall gefallen. Und wir sehen uns dann, wenn ihr Bock habt, in der nächsten Folge wieder. Ich bin gespannt, wie ihr die Folge fandet, was ihr so schreibt. Und jo. Haut rein, Leute!